Mindestens ein Mensch ist bei einem starken Erdbeben auf der Insel Kreta ums Leben gekommen. 9 Personen wurden verletzt. 3 Menschen sollen in eingestürzten Häusern verschüttet sein, berichtet die griechische Zeitung Tropotothema. Das Beben ereignete sich um 9.17 Uhr Ortszeit und hatte nach Angaben des Geodynamischen Instituts Athen die Stärke 5,8. Viele Menschen in der kretischen Hafenstadt Iraklion, aber auch an der türkischen Südwestküste flüchteten aus Gebäuden auf die Straße. Auf Kreta stürzen etliche ältere Häuser ein, auch neuere Gebäude weisen Risse auf. Das Epizentrum lag rund 20 Kilometer südöstlich von Iraklion. Das Beben war auf der ganzen Insel und auch auf anderen Inseln, wie etwa dem nördlich von Kreta gelegenen Santorin, zu spüren.